Jo Leute, was geht? Ich bin der Devil of Tanks. Willkommen zu einem weiteren Part. Let's play World of Tanks. Und ja, standardmäßig wieder bei WoT. Und als allererste Info, ich habe mich heute nicht eingespielt. Das kann ich euch damit zeigen. Null, habe nichts gespielt. Bin gerade erst angemeldet und mit Absicht, weil ich konnte mich heute schon einspielen zu WoT. Aber ich tue es mal so gerne ein bisschen so hin und her switchen. So mal eingespielt, mal nicht eingespielt. Wie es halt so läuft, wisst ihr, ob ich da... Ja, pur verkacke, also richtig pur verkacke oder normal halt läuft Standard wie, als wäre ich eingespielt im Spiel. Denn das ist schon unterschiedlich, ob man sich eingespielt hat im Spiel oder eher nicht, weil ich probiere einfach rum, wisst ihr, mir ist es irgendwie egal, dann habe ich ein bisschen Spaß und so, also man weiß ja nie, vielleicht hat man dann mehr Ideen, irgendwie sonst was. Und auf jeden Fall sehr geile Sachen können da passieren, habe ich sogar echt erlebt. Zum Beispiel kaufe ich mir einen Panzer. Erste Runde gleich Meister. Denke ich mir, alles klar. Läuft bei dem Panzer. Und ich habe mir auch nicht wirklich viel Mühe gegeben oder so. Das ist halt manchmal so witzig. Das sind halt so Momente, denkt man sich, läuft bei dir. Spiel. Und finde ich auch geil, sowas. Naja, gut. Wir spielen jetzt natürlich auf Stalingrad mit dem WZ111. Mal sehen, was wir hier erreichen können. Ich überlege gerade. Wisst ihr, rechts fahren wird langsam langweilig immer. Heavys haben wir eh mehr. Aber ich habe so das Gefühl, dass unser Kampf-Pudding und der Indie nicht wirklich was reißen können. Und natürlich haben wir noch einen Zug 1, der besteht aus einem 5er und 2 6ern. Ja, die werden uns wahrscheinlich nicht wirklich viel helfen. Also gegen den... Nee, schaffen wir nicht. Also da müssen sie schon echt gut auszählen, aber... Und vor allem Nahkampf, also der T150 ist ein guter Panzer, richtig geil, aber Nahkampf ist da gefragt, weil sonst geht es nicht. Genau. Ja, Heavys machen schon mal komplett nicht das, was sie sollten. Zum Glück haben wir ein bisschen Unterstützung. Ich muss ganz aufpassen, ganz vorsichtig sein. Zwei Artis sind halt nicht so schön. Genau, ich habe ja sechsten Sinn, nicht vergessen, dass er jetzt auch irgendwann mal angeht. Weil das Spiel kann ich ja manchmal voll auf den, ja, Arm nehmen. Oder völlig verarschen auf gut Deutsch. Ja, dann warten wir mal. Vielleicht kommt ja was, vielleicht nicht. Man weiß ja nie, hauptsächlich von dort kommen die. Unsere Leute fahren da noch. Also keiner hat noch kassiert oder sonst was. Finde ich schön. Type, okay. Das sieht auf jeden Fall noch nicht nach etwas Gefährlichem aus. Finde ich schön soweit. Aha, Nummer 1 ist der WZ. Okay, dort wo ich gerade hingeschossen habe, war komplett Munitionsverschwendung. Ja, ich mache jetzt... Na, das ist nicht so riskant eigentlich. Noch wurde ich ja nicht gesehen. Ich muss den Kollegen helfen. Leider hat er sich gerade Arschkarte gezogen. Und seine Überlebenschancen stehen nicht gut. Genau. Sie stehen so wie sie. Ach, verdammtes Haus, wäre ich nicht dagegen gefahren. Na, jetzt kann ich nochmal nachladen. Also bis der auf mich rausfährt, ist die Welt untergegangen. Okay, Cromwell kommt. Okay, da traut sich ja was. Ich hoffe, ich mache hier keine groben Fehler. Ha, der hier schaut ihn so gut an, okay. Arti, wurden beide gespottet? Ne, eine nur. Interessant soweit. Ja. Mit Damage, also läuft bei dem Kollegen, aber schauen wir mal. Ich habe hier noch einen Kollegen, der ihm noch mehr Damage reindrückt. Ich glaube nicht, dass er mich crittet, deswegen lasse ich mir da auch Zeit. Okay, wenn ich da nicht durchkomme, dann machen wir es einfacher. Kette reparieren, Damage reindrücken und da töten sie ihn. Wunderbar. 2-5. Habe ich mir gerade ohne dich zwei Schüsse reindrücken lassen, aber na gut. 2-6, okay. Sieht auf jeden Fall nach einer großen Niederlage aus. Oh, Artillerie ist auf dem Laufenden. Finde ich schlecht, dass sie das ist, aber okay. Mal überlegen. WZ111. Wir müssen ja irgendwie Damage hier machen. Aber geht ganz gut. Die Arti hoffentlich noch nicht so gut, wie ich es mir vorstelle. Denn ich habe... Ups.
Da habe ich mich gerade spotten lassen, in Klammern. Denn wenn man auffällige Bewegungen macht, dann kassiert man halt normalerweise den Spot dafür. Oh, der Kollege war flink. Da ist noch eine Hellcat irgendwo. Wir müssen hier aufpassen. Wir wollen uns ja nicht spotten lassen. Ist ja so unsere Idee. Ich wurde gespottet. Von da hinten. Das nenne ich einen geilen Witz. Von der Hellcat vor allem. Also ich sehe da gerade mal nichts und das Spiel sagt, ja, ich sehe dich. Okay, die Gegner cappen. Das ist für mich eigentlich komplett egal. Weil, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Dann schauen wir mal. Ums Eck. Keine Arti. 3, 4, 10, also auf jeden Fall ganz schlechtes Ding. Ja, 15. Seht ihr, das war scheiße. Das war echt scheiße. So hätte ich mir echt einige sparen können. Was ich meistens auch will, wisst ihr, aber. Okay, wir fahren hier weiter. Ich lasse die Gegner ruhig cappen. Also, mir ist das irgendwie scheißegal. Weil. Ich verliere dadurch eh nichts. Und gegen solche Gegner zu kämpfen ist ja eh vor allem nicht so schwer. Ja, der Kollege haut ab. Ach je, das Spiel verarscht mich aufs Härteste. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann nur noch nachladen. Und zwei Schüsse tanken kann ich schwer, denke ich. Das Spiel sagt, du darfst nichts machen. Na gut. Wenn ich bei dem am ersten Schuss frontal durchkomme, beim zweiten halt nicht, dann ist es halt so. Also wie gesagt, da braucht mehr Durchschlag. Leider kann ich da, also ich würde die Entwickler dafür richtig zusammenscheißen, weil man spielt nicht einen Premium-Panzer, der sehr schwer zu spielen ist vor allem. Schon sowas. Oh, zwei Munitionslager haben wir gegeben, nicht schlecht. Ja, 5000 haben wir noch plus gemacht, da bin ich am wenigsten noch erleichtert. Und wir gehen mit dem T-54 weiter leiden. Denn ich denke, vielleicht tue ich ihm doch lieber das alte Geschütz drauf, weil schießt mir besser, also genauer, schneller, anstatt das eine, was ich jetzt habe. Gefällt mir halt nicht. Also es gefällt mir schon, aber ja, es läuft nicht so flüssig, das mit dem Nachladen und Schießen, wisst ihr? Verzögerung irgendwie mit diesem Geschütz und mit dem anderen, denke ich mal, ist es nicht so. Aber hoffen wir mal, dass ich meine Meinung noch nicht komplett ändere, dass ich noch bei diesem Geschütz bleibe, weil ich wollte es ja testen, ziemlich gut ist es schon. Was mir halt ein bisschen aufgefallen ist mit dem Geschütz, dass man ja 320 Durchschnittsdamage hat, also der durchschnittliche Damage ist 320, das heißt, ich müsste immer bei 300 ungefähr sein, aber meine Schüsse sind immer 260, 270, 280, ne? Denke ich mir, ja, spiele ich gerade mit dem T-54 Light Tank. Weil beim T-54 Light Tank kommt genau der Damage raus. Und sein Durchschnittsdamage ist 250. Das heißt, er kommt über den durchschnittlichen sogar hoch. Meistens kommt er da echt gut hoch. Also da kommt niemals unter 230, glaube ich, kommt der nie. Oder da gut, vielleicht 220, aber das ist so selten. Deswegen denke ich mir, komische Sachen. Okay. Wir spielen gegen Clan Visa. Also eine Bank. Ja, nein, ich hasse eine Karte, eine Visa-Karte. Ja, ich fahre, glaube ich, auch dahin. Ich habe keinen Bock, da wieder rumzustehen. Mach mal ein bisschen aktives Gameplay hier. Ein bisschen Gun Impression wäre nicht schlecht, aber gut, der ist ja ein Neuner. Obwohl, für sein Röhrchen passt das eigentlich schon. Kollege, du bist zu langsam. Ich hasse es aber nur, wenn sie es blocken, wisst ihr, weil das wäre schon die Höhe. Ja, dass die Scout da ist, das interessiert nicht gerade viele. Da seht ihr, was habe ich gesagt? Zu langsames Schießen. Ich habe es wortwörtlich gesagt gerade. Wort für Wort. Und dann sagt, antwortet mir das Spiel. Ich müsste schießen, sofort treffen. Aber nein, der Schuss sagt, ich warte eine halbe Sekunde und dann treffe ich erst. Und dieser Schuss braucht halt eine echt lange Bahn zum zum Flug. Ich kann halt, wenn ich vom Gegner schieße, kann ich nicht so, ja, knapp vor ihm schießen und dann treffe ich ihn. Sondern ich muss schon ganze 2, 3, 4, 5 Meter vor ihm schießen, damit ich überhaupt was erreiche, ne, im Spiel.
Was ich sehr, sehr scheiße finde bei dem Panzer. Nicht mal getroffen habe ich ihn. Seht ihr euch das an? Das ist schade. Richtig schade. Er wäre jetzt tot, wisst ihr? Durch mich wäre tot. Okay. Dann orientieren wir uns mal nach den Spielregeln. Und spielen genau so, wie das Spiel es will. Man kann sich das nicht aussuchen. Man muss so spielen, wie das Spiel es will. Schauen wir mal, was wir machen können. Habe ich noch 0 Damage, Mann. Ist doch peinlich. Richtschütze gleich genutzt. Gib mir da vielleicht Hammerer, bitte. Da bin ich noch viel, viel dankbarer für. Sehr schön, 304 Damage. Oh, T34, verpies dich. Verpies dich. E75, ja. Gegner, Gefahr, hm. Okay. Oh Mann, ich verkacke es irgendwie hart in dieser Zeit, gerade wo ich zocke. Also uneingespielt, in Klammern. Boah, ich dachte schon, wenn ich nicht durchgekommen hätte, ich jetzt einen Lach bekommen. Okay, wir gucken einfach nur, wie wir hier die Möglichkeiten ausnutzen können. Aber der Zug sieht ziemlich gut aus von den T459, nicht 54. Denke ich mal, wir können da was machen. Da kann ich mir schlecht was aufsuchen. Die 75 wartet schon. Ja, mein Geschütz geht einfach nicht runter. Oh, ich hätte dich so gerne angezündet, aber das ist nicht so schlimm. Hm, der ging nicht durch, 200 Durchschlag. Und der Kollege macht, okay, der fährt da. Wir haben auch einen E75 am Start, der macht ziemlich krummes Zeug. Ging nicht durch. Der ging aber durch. Der nächste bitte. 309 Damage, bin zufrieden. Wunderbar, 10-2, sieht doch gut aus, aber die cappen uns weg. Das sieht nicht so gut aus. Ich hoffe, wir sind noch schnell genug, aber die cappen da schon. Naja, noch Captain, nächstes Captain da 2. Wahrscheinlich jetzt schon 3. Unser IMX müsste da jetzt die Cap machen, aber mal sehen. Ah, scheiße, wir haben. Ich glaube, wir haben sogar verloren. Also, wenn der IMX keinen Damage, dann ist es vorbei. Hier ist 8. Ah, wunderschön. Wunderschön. Okay, da können wir noch was machen. Und dieser Leck hat mir gerade nicht gefallen. Also, sowas ist nicht schmackhaft. Sage ich jetzt schon. Ja, kannst du verstecken vergessen hier. Ja, genau. Wisst ihr, was das Geile an dem Panzer ist? Wenn mein Richtschütze down ist bei dem Panzer, also bei keinem anderen habe ich das noch erlebt, wo mein Richtschütze down war. Ich komme. Mein Turm. Schaut euch das an, wie langsam der sich dreht. Nur weil mein Richtschütze down ist. Das ist unglaublich. Finde ich Respekt vom Spiel halt haben. Ich kann halt echt nichts machen. Ein bisschen decappen, kassieren kann ich natürlich noch. Ich müsste mit HE jetzt schießen dann. Hm. Das kann ich sowas dann vergessen. Ich müsste den Kollegen decappen. Ja, hat gar nichts gebracht, da cappt jemand anders. Ja, und wir haben verloren. Wir haben doch verloren. Oh mein Gott. Ach, gut. Aber das sollten die mal echt fixen, Alter. Bei keinem Panzer der Welt, mit dem ich jetzt gespielt habe, auf meinen Stufen 1 bis 10, hatte ich noch nie, dass mein Panzer, wenn er toten Richtschützen hat, dass der seinen Turm nicht mehr drehen kann. Das ist so ein Witz, also... Vergleicht mal eure Panzer mit dem T450, also schaut euch das an, wie mein Turm dreht. Und dann wisst ihr, da ist was schief gegangen, komplett beim Spiel, weil das ist ein Bug. Ich glaube, als sie den Panzer reingesetzt haben in HD, da haben sie gleich einen fetten Fehler gemacht. Weil das ergibt so wenig Sinn, dass du beim kaputten Richtschützen gar keinen Turm drehen kannst. Weil der Kommandant dreht eigentlich den Turm und nicht der Richtschütze. Das haben wir beim Film Fury gesehen.
denke ich mal, hauptsächlich tut das der Kommandant auch, weil der Richtschütze ist dazu da, um zu schießen und nicht zum Drehen des Turmes. Also buggy ist es schon, weil wenn hier mein Richtschütze down ist, ne, dann drehe ich meinen Turm trotzdem innerhalb von Sekunden nach links und rechts. Aber also von Minisekunden, ne? Hier brauche ich halt diese ganze Sekunden, um nach links und rechts zu drehen. Also da habe ich einen fetten Fehler gefunden für Wargaming. Sollten die mal fixen. Denn ihr seid ja eine Profifirma. Ah, ja. Da kam ja was hoch. Und sowas sollte nicht passieren. Und vor allem, dass der Richtschütze als erstes immer drauf geht, verstehe ich auch irgendwie gar nicht. Der Turm hat hier, Turm, Richtschütze und im vorderen Bereich ist auch noch ein Richtschütze. Das heißt, er positioniert sich dahin. Also schaut euch das an, das kann man ja gut vergleichen. Hier ist der Richtschütze, ne? Und hier vorne ist der Richtschütze. Also wenn der Schuss da durchgeht. Das heißt, der Richtschütze sitzt eigentlich genau im Turm und hier schießen die, geht unter dem Richtschützen durch und trifft ihn trotzdem und dann, ja, habe ich trotzdem Richtschützentoten, ne? Denke ich mir, die haben so logische Vorstellungen, weil der Schuss kann sich nicht im Panzer nach oben bewegen. Das ergibt gar keinen Sinn mehr. Aber, naja, ich diskutiere nicht mit den Entwicklern, weil sie machen ja eh alles richtig. Ne? Ja, im Moment gucke ich gerade, ob es. Ach, schaut euch schon das an. Drei Artis. Ich glaube, ich werde noch zwei Matches machen. Wird eine Überlänge-Folge sein, weil ich habe Bock zu gewinnen. Und das hat, denke ich, jetzt nicht mehr mit meinem Einspielen was zu tun, weil ihr habt gesehen, wir haben den T54 locker was gewonnen. Aber nein. Aber nein, sagt das Spiel. Drei Artis, Mann, das ist echt unglaublich. Was die für Ideen haben. Was sie für Ideen haben. So, die Artie ist da hinten irgendwo. Ja, dich herzlich willkommen, sage ich mal. So ein Horst Schlemmer. Ich hoffe, ich habe noch eine Deckung, aber Artillerie, denke ich mal, sollte nicht hier hinschießen können. So ein Horst. Kommst nicht durch bei mir. Und Lex. Wunderbar, 380 Damage. IMX, oh, du bist ein schlauer Kerl. Boah, das ist ein Witz. Ja, natürlich kommt er jetzt durch. Ja, lass mal meinen Turm in Ruhe. Das sollte dir eigentlich gar nichts bringen. Ja, mein Winkelspiegel ist für mich auch irgendwie unwichtig. So, ja, hier Trottel. Schaut euch das an, wie noch hart versuchen. Schaut, er ist zweimal bei mir abgeprallt und dann hat er hier hingeschossen. Läuft bei dem auf jeden Fall. Ja, vier Gegner haben wir schon mal genasst. Das bin ich sehr zufrieden. Ja, wir haben natürlich jetzt auch vier verloren. Einen, nicht vier. Was laufe ich da von vier Leuten? Jetzt bin ich zumindest nicht im Sichtfeld. Aber dieser scheiß Franzosenpanzermann. Ja, natürlich, ich habe nicht mal die Masse ihn zu schieben, weil er schwer ist. Angeblich ist er schwer, Mann. Ach, fick dich doch, Mann. Scheiß Spiel. Manchmal sage ich zu dem Spiel, es ist echt scheiße, weil sowas. Ich hab genauso viel Masse wie dieser scheiß Franzose, weil er kann nichts halten. Du tankst gerade hier einen Panzer, der eh keine Panzerung hat, Alter. Das ist. Schieb ihn einfach weg. Und das war's. Meine Güte, machen die sich da so ein Drama draus. Ist der nächste gestorben? Sind alle happy? Wunderbar. Mal sehen. Ah, die sind noch auf dem Laufenden, denke ich. Ne, 75 hat sich gerade entladen. So, ich lasse mal den Kollegen hier leiden. Weil das für mich mehr Sinn hat. Den zu damagen. Weil der macht die muntere Wand und ich mache ihm umbere. Hey. Kollege, kassier du lieber. Wunderbar hast du das gemacht. Haha. Ja, es war so klar, dass ich bei dem abpralle, weil sonst. Was sonst, ne? Und den nicht so genau angezündet.
Aber Glück ist nicht auf meiner Seite. Nein, Glück ist nicht auf meiner Seite. Ja gut, ich glaube, wir machen noch eins Match, weil ich dachte, wir verlieren das wieder. Aber ist gut. Unglaublich, Mann. Die müssen hier manche Sachen echt. Also die sagen, es zählt nach Masse. Dann runden sie halt. Also ich muss echt mal. Das bin ich gerade gespannt. Ich schau mal die Masse vom IMX an. Weil mich interessiert das gerade sehr hart. Ja, haben wir gut gemacht. 4000 Damage, bin zufrieden. Alles schön. 18.000 Credits. Wunderschön. Oh, wir haben 200.000 Erfahrungen. Das heißt nur noch 60 Riesen und dann haben wir es. Und ich werde dafür keine freie Erfahrung ausgeben. So, Masse. 40 Tonnen haben wir maximal Gewicht. Schauen wir uns mal kurz den Franzosen an. Die French. 40 Tonner. Fahrzeugdaten. 50 Tonner. 50 Tonnen, das heißt, er ist nur 10 Tonnen mehr wiegend. Also er wiegt 10 Tonnen mehr als ich. 10 Tonnen in einem Panzerspiel sind eigentlich gar nichts. Weil wenn ich mir den E100 anschaue und den E75, dann ist es natürlich klar, dass der E75 keinen E100 schieben kann, ne? Das ist. Wow, schaut euch das an, ich habe einen Bug gefunden. Schaut euch das an. Nice, ich habe einen Bug gefunden im Spiel. Gefällt mir auf jeden Fall. Wow, Long Ansicht. Okay, wow, es wird noch schlimmer. Wow, okay, wisst ihr was? Wir starten ins Gefecht mit dem W611, weil sonst denke ich mir, gleich passiert noch was, wenn ich da zu viel rumspiele. Finde mir ein Match, wir sind alle Hippie. Wunderschön, wunderschön. Geil, nach einem Garagenbug. Also alles inklusive heute. Siege, knappe, ja, Niederlagen, scheiß Niederlagen. Scheiß Niederlage ist halt, wo der Gegner dich wegcappt, obwohl du schon gewonnen hast, ne? Das ist halt scheiß Niederlage. Und mal sehen. Also Garagenbug haben wir schon drin. Ja, nicht durchschlagende Treffer bei Gegnern, die mit dem Hinterturm zu dir stehen. Aber es war berechtigt, weil der E100 hat seinen Turm ja schräg zu mir gehalten und da wusste ich nicht, wohin ich schießen soll. Seite oder hinten? Das hätte wahrscheinlich nirgendwo gebracht, weil Panzerung hat er halt. Na gut, denke mal, dass wir hier noch viel reißen, weil wir sind Top-Tier hier. Das ist das Schöne an dem Spiel und an dem Match, nicht an dem Spiel. Das heißt, sie haben nur zwei 8er Heavys, einen 7er. 2-6er, okay, der KV-2 könnte gefährlich werden. Aber sonst niemand mehr. Die Su gefährlich. Denn vor der habe ich doch ein bisschen Angst. Wenn ich da Amorax kassiere mit der, dann. Und die noch komplett durchkommen, das wundert mich halt, wisst ihr? Wenn die hier irgendwie von 400 Meter Entfernung genau zwischen Turm und Korpus perfekt auf den Millimeter trifft, dann denke ich mir. Du hast Luck, Digga. Echt viel Luck. So, Heavys sind Standard, okay. Fahren alle ganz gut, finde ich schön. Ja, 112er ist unser Top-Team. Unser Top-Panzer. Unterscheidet sich fast gar nicht von dem. Nur halt wahrscheinlich mit der Genauigkeit. Ein bisschen mehr Durchschlag wäre es schön, weil ich komme beim IS-3 oder beim IS-6 frontal einfach schwer durch. Also gegen russische Panzer. Gegen T32 komme ich durch. Obere Platte nicht, untere schon. Also untere Wanne, obere Wanne halt nicht, weil es hier ist halt gewinkelt. Klar kommst du da durch, wenn du über 180 Durchschlag hast. Über 190, ich weiß nicht, so ungefähr. Da kommst du schon durch. Ja, ich fahre hier mal rechts. Der hat auch einen Stern, wunderschön. KV-2 wurde schon gesichtet, das finde ich schön. Ja, jetzt quetschen wir uns hier rein. Wie so ein Blöder halt, ne? Falsch alles. Noch bin ich kein Pro-Gamer. Also, Pro-Gaming, das ist ein Weg, der erstmal sehr lange dauern wird. Und ich hoffe, ich werde noch zocken bis dahin, weil das ist natürlich die Voraussetzung. Wow. Wohin soll ich gucken? Gegner überall. Zerstören wir das hier, dann sehen wir den wenigstens. Also ist wichtiger. Ah, ich dachte, er fährt raus. Ich will ihm Amorak geben, wisst ihr, wenn er ein bisschen seitlich mehr rausfährt. Genauso. Aber ich glaube, ich habe den Amorak nicht getroffen. Mir gefällt nicht, dass der IS-6 da so sehr scheiße ist und wir haben schon
4 Panzer verloren. Holy shit. Wieso? Ist meine interessante Frage. Alles kassiert von der Seite. Boah, ich dachte für eine Sekunde. Ja, den nutzen wir, weil der ist gefährlich, der IS-6. Ich muss echt gucken, was da ist, Mann, weil sonst... 1,5, Alter, die haben doch schon verschissen. Ey, ja, ja. Finde ich schön, dass du das machst. Also der Kollege, der Objekt 416, sollte nicht so schnell rausfahren. 1,6, unglaublich. Nummer 2. Stelle gerade fest, dass ich der Einzige bin, der Kills macht. Da haben wir einen KV-3 in Stock-Version. Wunderschön. Nutzt die Zäune, Leute, weil die checken es nicht. Die werden das noch lernen müssen. Ja, frag ich mich, wie du bei mir gerade durchkommen wolltest. Boah, das war ein schöner Damage. Hat mir gefallen. 2-9. Peinlich, peinlich. Ich dachte, wir haben da Möglichkeiten, aber... Die Möglichkeiten sagen Arrivederci zu dir. Beziehungsweise der Gegner pusht sich halt echt hart von allen Seiten. Ach, schade. Zum Glück hat er mir nichts gekrittet. Ja, da ist ein Archer oder so, wie der heißt der? Wie heißt denn der? Achilles. Nein, nicht Archer. Achilles heißt der Panzer. KV-2 geht da echt hart ran. Boah, da bin ich dann ausgewichen. Ja, so gegen den habe ich keine Angst. 3-11, okay. Hat dir nicht gefallen, ne? Kollege. Ah, okay. Und der Kollege stirbt jetzt. Ist natürlich schade. Ist natürlich sehr schade. Dritter Kill, wunderbar. IS-3 lebt noch. Der Super Pershing, der setzt sich da ganz gut durch. Ich sehe noch nicht, wo der Kollege hier ist. Weil ich sehe nicht, wo ich nicht da rausfahren muss. Naja, lieber kassiere ich, dafür töte ich ihn. 8-13. Wundervoll, die Scout lebt noch. Und die ganzen TDs leben noch, ne? Super Pershing ist auf jeden Fall ganz gut informiert, was das Spiel angeht. Bin ich sehr happy darüber. Ja, ich glaube, der wird ihn nutzen. Das wollte ich gerade vermeiden. Denn der Gegner ist mir doch ziemlich groß. Wundervoll. Schauen wir mal weiter. Haben wir den nächsten. Ich repariere diesmal meine Kette, ausnahmsweise wegen Gegnern. Wie Botstick zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ganz viel gekillt mit dem Super Bashing. 9 Kills haben wir aufgeholt. 9 Kills. Wie viel stand es? 2-6 durch meine ersten 2 Kills. 2-6 und dann haben wir doch sogar verkackt. Also ich bin sehr zufrieden. Also das ist ein echt gutes letztes Match, denke ich mal. Womit jeder leben kann. Natürlich cappen da die noch. Su 100Y. Die 152 wird ein bisschen scheiße sein. Ich habe noch genug HP für die Su 152, aber... Ich hoffe, der cappt durch, Mann, weil sonst habe ich die Arschkarte schneller gezogen, als ich denken kann. Willst du nicht raus, Kollege? Na, no, das finde ich schade. Na, egal. 9 Kills haben wir jetzt doch gemacht, also ich bin sehr zufrieden. Schauen wir mal, was wir für Resultat kriegen. Holy shit, haben wir viel bekommen. Ja, erste Klasse, Kämpfer, Panzerbrecher, Duellant sind wir, Wirkungsfeuer, habe ich schon fast 2000 Auszeichnungen, nicht schlecht, Schläger und Großkaliber haben wir bekommen. Was haben wir gekrittet? Kette, Motor, wunderschön, Turm, wunderschön, Winkelspiegelfahrer, Richtschütze, schön, Munitionslager, beste und ja, Motorkette, leider habe ich ihn nicht gleich genutzt. Weil die sind leicht zu töten, die T-34-85. Und ihr seht, wie als einzigen zwei einfach Damage genutzt, wie die Verrückten. Und sowas gefällt mir halt echt gut. Und müsst ihr euch vorstellen,
Normalerweise, wenn man ein Match verliert, aber selber viel gerissen hat, kann man, ich sage euch, man kann 1000 Erfahrungen bekommen fürs Verlieren. Das heißt, man hat ein Scheiß-Team, aber selber hat man so viel gerissen, man hat nicht mal das Match gewonnen, sondern man hat noch, keine Ahnung, noch zwei, drei Gegner, die anderen cappen halt, weißt du, und fix sie einfach alle anal, weißt, und dann haben sie keine Chance mehr. Und schaut euch das an, weil ein richtig gutes Match 14 Schüsse abgegeben und das heißt, ich habe zwei verfehlt, der Rest Durchschläge. Das ist optimales Gameplay. Nein, Scherz, ich mache mich jetzt nicht so wichtig, ne, weil das ist scheiße von mir. Auf jeden Fall ganz viel Credits haben wir bekommen und ich denke mal, mit diesem wunderschönen Endspiel danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen bei einem weiteren Let's Play World of Tanks wieder. Bis dahin. Ciao.